Am 27. November stimmt die Bieler Bevölkerung über das Stadtbudget 2023 ab. Zur Abstimmung stehen zwei Varianten mit Steuererhöhungen, aber auch Sparmassnahmen beim Stadtpersonal. Mit diesen Massnahmen will die Stadt 500.000 Franken einsparen. Eine Summe, die zwischen den Parteien für Diskussionen sorgt. Die Cox & Flamand und der Linus Ich. Für die 500.000 Franken im Budget 2023 können einzusparen, ist das städtische Personal von Biel folgendermaßen betroffen. Anstatt wie ursprünglich geplant 50 sind 9 Stellen von einem Abbau bis 2026 betroffen. Aber eine gewisse Gehaltsstufe gibt es keine Lohnerhöhung mehr. Wegen der Teuerung werden die Löhne nicht stufengerecht erhöht, sondern pauschal mit 100 Franken. Der Personalverband der Stadt Biel hat diesen Kompromiss müssen akzeptieren. Es ist klar, wir vom Personalverband sind auch frustriert, dass jetzt nach ein paar Jahren schon wieder ein Sparpaket kommt. Aber ich denke, wenn man einen guten Service Public aufrechterhalten will, dann muss man Mittel haben dazu. Für Pascal Bo, Mitglied der FDP, sind die Sparmassnahmen aber zu gering. Ursprünglich ist mit Substanz 2030 eine Einsparung beim Personal von 1,3 Millionen geplant gewesen. Heute ist es nur noch 500.000. Die Linke hat das Paket komplett umgestellt. Sie haben viele ökonomische Massnahmen gestrichen. Das Paket ist jetzt unausgewogen. Die Sozialpartner haben eh davon profitiert. Es ist wie, wenn man mit einem Lastwagen, der schlecht bremsen kann, den Hocker runterfährt und dann noch Gas gibt. Es gibt also ein Problem. Für Levin Kohler von der SP sind die ursprünglichen Massnahmen wie der Stellenabbau bei der Strassenreinigung und Märtpolizei viel zu weit gegangen. Ich glaube, wir haben mit dem Budget die bestmögliche Lösung gefunden. Wir haben trotzdem einen substanziellen Betrag einsparen in der Stadtverwaltung. Und gleichzeitig haben wir die schlimmsten Massnahmen bei der Strassenreinigung, beim Aufhebung vom Büro, bei sozialen und kulturellen Institutionen, die schlimmsten Abbaumassnahmen haben wir verhindern können. Und darum glaube ich, dass wir eine sehr gute Lösung jetzt hier haben und auch der Bevölkerung präsentieren. Ein Budget, wo sich die Linken und die Rechten darüber streiten. Entscheiden tut schlussendlich die Bevölkerung am 27. November. Wir haben heute mit jemandem aus dem Personal der Verwaltung geredet. Die Person bleibt anonym, aber sie hat uns gesagt, dass sie die Sparmassnahmen im Budget nicht gut findet. Wenn statt Biel die 9 Stellenprozent streichen, dann bedeutet das mehr Arbeit für weniger Personal. Trotzdem ist das Budget, das am Sonntag vor das Volk kommt, aber das kleinere Übel. Ohne Budget ist die Arbeit der Verwaltung blockiert, ein Interessenskonflikt für die Verwaltung.